die zwei haben jetzt in dem Fall nichts falsch gemacht. Sie sind einfach durch das Gebiet gefahren, wo man eigentlich sicher angeschaut hat, wo sie entführt worden sind, 400 Kilometer weit weg eigentlich von den Taliban. Wie lange geht das noch? Das Land für jeden von der Welt für sich alleine. Ein Jahr vielleicht. Es kommt darauf an, wie es vorwärts geht. Morgen sei die Tod erzählt die wahre Geschichte von Daniel Widmer und David Roch, die 2011 von den Taliban als Geisel genommen worden sind. Dann nach 259 Tagen geiselhaft selber die Flucht ergriffen haben. Wenn man eine wahre Geschichte verfilmt, ist es immer die höchste Aufgabe, dass man den Protagonisten gerecht wird, in dem Fall David und Daniela. Man hat natürlich immer geschaut, dass sie wissen, was wir machen. Das heisst, als wir die Drehbuchversionen fertig hatten, die ersten, haben wir sie ihnen gegeben zum Lesen. Und wir haben darüber diskutiert, was ihnen gefällt oder nicht gefällt oder was wir vergessen haben. Sehr intensiven Austausch war immer noch die Drehbuchversionen. Was kommt rein, was darf rein, was soll nicht reinkommen. Und es ist ja auch ein Prozess, der über Jahre hin und her gegangen ist. Und natürlich sind Daniela und David immer integriert worden. Die eigentliche Fehlinformation ist damals von der NZZ hergekommen, wo schon geschrieben hat, sie hätten ein Kind in Geisel, das sie nicht hatten. Die hatten einen Informant irgendwo in Pakistan. Das kann passieren, dass man sogar bei einer renommierten Zeitung wie der NZZ einen Informanten hat oder Leute, die falsch informieren. Das kommt vor. Das hat aber in dem Fall meine Kettenreaktion hervorgerufen, dass alle anderen Medien auch darauf gekumpelt sind und auch ihre Flucht angezweifelt haben. Und das hat dazu geführt, dass ich dumme Verkettung von dummen Umständen. Nun gut, das kann ja mal passieren. Was dann aber nicht passiert ist, dass die Journalisten angegangen sind, das weiter recherchiert haben und dann wirklich so sauber gearbeitet haben, dass man hätte schreiben können, okay, look, es hat doch gestimmt, es stimmt alles für ihn. Das heisst, sie sind eigentlich nur angegriffen worden und dann hat man nichts mehr gehört in den Medien. Es ist nie eine erklärende Version rausgekommen. Und meine Motivation bei dem Film war ganz klar, die Geschichte von den beiden zu erzählen, damit, wenn man eine Zeitungsgeschichte liest, wo vielleicht ein paar Zeilen ist, damit man sich nicht gerade immer voreiliges Urteil baut und auch der Schweiz will zeigen, was die zwei erlebt haben und durchgemacht haben, damit man sie besser versteht. Wir haben David und Daniela den Film gezeigt, der Rohschnitt fertig ist. Und sie haben sehr emotional reagiert. Das war auch für mich der schwierigste Moment, wenn sie das erste Mal gesehen haben. Und auf der anderen Seite haben sie aber auch gesagt, dass der Film sehr gut zusammenfasst, was sie dort erlebt haben. Das war mir das Wichtigste, dass ich die Bestätigung habe. Wenn wir morgen ins Kino gehen, dass ich weiss, die zwei sind einverstanden mit dem, was ich gemacht habe. Und das ist so, ja.